meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche und Kinder, ich heiße Sie und heiße euch auf das allerherzlichste Willkommen. Wir befinden uns hier im koptischen orthodoxen Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius in Höxter Brinkhausen. Der heilige Markus ist einer der vier Evangelisten und gilt als der Gründer der koptischen orthodoxen Kirche. Geboren wurde in der heutigen Libyen, ging mit seinen jüdischen Eltern nach Palästina, empfing die christliche Botschaft und kam wieder nach Alexandria, und das war im Jahre 41 nach Christus. Fing an dort zu missionieren und gelang es ihm, das ganze Land Ägypten zu christianisieren. Dem Evangelisten Markus ist die Gründung der ersten Theologieschule dieser Welt zu verdanken. Diese alexandrinische Schule ist weltweit bekannt, denn dort hat der heilige Athanasius seine Ausbildung bekommen. Athanasius ist derjenige, der das Glaubensbekenntnis verfasst hat, als er noch ein 19-jähriger Diakon war. Symbol des heiligen Markus ist der Löwe. Die Reliquien des heiligen Markus, beziehungsweise großen Teil der Reliquien, bekamen wir von der römisch-katholischen Kirche, die in Venedig vorhanden waren, etwa im Jahre 1968, und das war eine sehr gute Geste der katholischen Kirche, die Wiederüberführung der Reliquien zur koptischen orthodoxen Kirche, was mit großer Freude und Jubel empfangen worden ist, und das hat zu enormen Pflege der Beziehung zwischen der römisch-katholischen und der koptischen orthodoxen Kirche geführt.